Hallo Freunde, ich habe mein Butterbrot gegessen. Was ihr vergessen habt, ist... Ups, Moment. Die Baumstimmen wird zu zählen. Ich muss mal gerade ein bisschen zählen. Und ich hoffe mal, dass der Tobias Knoll bald kommt, um die... Otte. Der Jürgen ist Otte. Okay. Hier, fahr durch. Ich muss mal gerade hier zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Bäumchen sind es schon. Kriege ich das kleine Ding hier überhaupt ab? Ja. So, ich hoffe mal, dass die jetzt gleich hier absperren. So, ich sortiere die mal. Ich glaube, die bringen einen anderen Preis. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne mal ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut auch gerne mal bei dem RaceX vorbei. Herr Bruder! Hallo! 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 Ah, das ist ja ein Teil. Jo. Haben Sie vom Knoll, oder? Oh. Jo. Haben Sie die Absperrbänder dabei oder hat die der Knoll noch dabei? Ich hab die dabei. Ah, das ist also super. Ich hab auch welche dabei. So, den Varuna anrufen. Oh, ihr Telefon ist aber sehr laut. Ja, wie immer. Varuna, Volker Varuna, hallo. Ja, hallo, ich bin der Bürgermeister. Oh. Haben Sie Lust auf, haben Sie Zeit? Oh. Ich bin gerade beschäftigt eigentlich. Okay, ich hab Ihnen sonst einen Auftrag geben können. Aber wenn Sie einen haben, dann ist ja auch gut. Was denn? Auto fahren. Ein Auto von hier nach da. Genau. Das ist meistens so. Ein Auto von. Ne, aber ich glaube, da muss ich ihn leider ausschlagen, weil ich bin ganz am Ende der Welt bei dem Bayern, bei dem Österreicher hinten und muss da Holzbearbeitung machen. Ach so, ja dann. Ja, könnte sogar sein, dass ich später nochmal mit einem größeren Auftrag auf Sie zukomme. Okay. Okay. Na dann, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann, tschüss. Da kam der Knoll an. Ja. Von mir aus kann ich das hier absperren. Ich hab Absperrbänder im Auto immer dabei. Ja, bitte hier einmal quer über die Straße. Hier oder unten? Nee, machen Sie hier oben. Das passt schon. Dann kann vielleicht der ein oder andere mit dem Traktor kann dann noch durch den hier Wald durch fahren. Ja, und wo? Auf der anderen Seite auch noch. Auch hier oben wieder, ne? Also am besten von der letzten Baumreihe hier rüber. Dass man da... ich habe immer Angst, wenn ich rückwärts fahre, dass da ein Auto steht. Oder dann plötzlich doch ein Fußgänger oder so. Da kommen wir hin. Gut, danke. Da warte mal, ich gehe mal gerade zu dem Knoll rüber. Der Knoll? Der ist noch nicht da. Oder? Nee. Dann fahre ich noch ein bisschen weiter. Der ist wohl gerade am Telefonieren. So. Also 13 Bäume haben wir. Was ist denn jetzt los? So, dann sperre ich mal gerade ab. Ich habe mit dem Herrn, mit dem Tobi geredet. Jo, machen Sie das. Vielleicht sprechen Sie mit dem Sepp auch nochmal. Das ist sein Land hier. Ja. Gut. Wo ist denn der Knoll jetzt hin? Hoffentlich steht er nicht hinterm Ponze. Pass auf! Hier vorne, der Was? Sepp.
Ja, der sieht doch den Baum. Ich kann hier gar nicht durchgucken. Ich sehe den nicht. Einen Moment. Ich red mal mit dem Sepp. Wo ist denn der Knoll hin? Steige ich halt mal hier ein. Ist auch ein schönes Teil hier. Ja, das ist halt jetzt... Okay, der fährt weg mit dem Auto, das ist gut. So. Oh, der Tobi Knoll hat der mich erschrocken. Stand der auf einmal neben mir hier. Dann sperren wir ihn mal ab. Der war gerade weg und dann kam er wieder. Ich weiß gar nicht, was bei dem los ist. Hallo, wo sind... Ah ja, hier. Hi. Passen Sie auf mit den Reifen. Vor einer Minute hätten wir bei der Kirche sein sollen. Ja, echt? Habe ich eine Mail bekommen, dass wir um 18 Uhr bei einer Kirche sein sollen. Aber ich habe meine. Ich glaube, dass Sie da auch gemeint sind. Ich komme gar nicht zum Mail checken. Achso. Ah, um 19. Ich bin sehr, sehr fleißig, was ich hier sehe. Ja, das war jetzt Baum Nummer 14. Achtung. Das gefällt mir. Um 19 Uhr habe ich gerade. Jetzt kam gerade eine WhatsApp. Ja, die Kirche kommt nicht. Okay, also haben Sie noch eine Stunde Zeit. Wissen Sie schon, wie Sie runterkommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Wo ist denn die Kirche? Die Kirche? Wissen Sie, wo der Hof 2 ist? Ja. Dort links daneben. Oh Gott, da muss ich ja bald los. Glaube ich. Okay, ich mache noch 2-3 Bäumchen. Jo, passt. Muss ich auch zur Kirche? Jürgen? Ja? Du solltest vielleicht auch zur Kirche. Vielleicht betrifft das irgendwas mit dem Bulldog-Rennen, ich weiß nicht. Wo ist sie denn, die Kirche? Daneben Hof 2. Kennst du den Hof 2? Ach, oben bei der Polizeiwache. Ja, genau. Ah, okay. Der Volker Varuna, hallo? Abgesperrt? Nee, ich hab ihn noch nicht abgesperrt. Okay. Wollte ich gerade machen. Passt, ciao. Okay, jo. Ein bisschen hoch abgeschnitten hier. Herr Knoll? Ja? Sollte ich nochmal den... Geh mal kurz. Tja. 19 Uhr bei der Kirche. Ich hab keine Ahnung, wo die Kirche ist. Aber ich guck mal, dass ich da nachher hinfinde. Herr Varuna! Ja? Wollen Sie mir hinterherfahren, wenn wir zur Kirche fahren? Ich weiß nur nicht mit was. Ach so. Achtung. Die haben kein Auto hier, ne? Gucken Sie mal gerade, ob die rundumleuchten gehen. Geht die? Ist da überhaupt eine dran? Der hat gar keine. Ja, nur ungeschickt für so ein Riesenfahrzeug. Ja. Okay. Was schade. Was wollen die alle hier? Die ist doch abgesperrt. Nee, noch nicht. Ja, dann machen Sie mal. Ich kann hier keine Absperrung bläsen. Dann müssen Sie mal den Eigentümer fragen. Er meinte, er hat es mir gegeben. Jürgen? Ja? Soll ich das schnell mit dem Absperr machen? Ja, mach du das gerade mal. Gib mir mal gerade noch mal wieder FM beim Bauhof. Mein Name ist Reinhard. Polizei. Absperrung liegt hier. Absperrung liegt hier hinten drin. Ja, ich hab unten bei meinem Deck aufgestellt. Herr Reinhard, wir müssen da weggehen. Was ist denn hier los? Herr Reinhard, weg hier. Jetzt habe ich aber ein Problem. Reinhard, Sie müssen hier weg. Herr Reinhard. Haben Sie verkeilt. Bitte alle mal auf die Seite, dass Sie hier nicht unter so einen Baum kommen. Volker, lass mal runter. Nee, ich mach das. Ich krieg das hin. Da kommst du da raus? Knoll, gehen Sie mal raus da. Wollen Sie das machen? Ja, ich krieg das hin. Sehen Sie? Ah, passt. Oh, das ist sehr geschickt, sehr geschickt. Ja, ich sehe nur nicht, wo ich hinfahre. Absperrung liegt hier hinten im Auto drin. Ja, ich habe unten am Lastwagen auch das Ding. Mein Name ist Reinhard, Polizei Schwatzingen.
Ich wollte hier mal, ich bin nur hier, um die allgemeine Arbeitssicherheit zu überprüfen. Also. Wo ist denn hier die Xabstange, bitteschön? Die kommt doch noch! Toll! Ja, deswegen aber noch keine Bäume fällen! Hallo? Mein Kollege holt sie gerade da unten! Ja, dann fällen keine Bäume! Wir müssen arbeiten, arbeiten! Zeit ist Geld! Und Geld ist Zeit, ja, den Spruch habe ich schon tausendmal gehört. Ganz genau! Oh. Tobias, außerdem ich würde gerne mal, gerne ihren Führerschein sehen. Für das Teil. Oder sie sind doch gefahren. Ich? Ja, sie. Ich bin gefahren. Natürlich bin ich gefahren. Ja, dann bitte Ihren Führerschein einmal. Ja, was wollen Sie mit meinem Autoführerschein für dieses Teil? Der zählt natürlich nicht. Das ist ein ganz anderes Gefährt. Das ist Privatgrund, da darf ich das fahren. Also hier, mein Führerschein können Sie haben. Da steht drin, Klasse T, Klasse L, Klasse A, ja, Klasse... Ja. Geben Sie mir... Hallo, stopp! Herr Reinhardt! Ja? Können Sie mir meinen Führerschein wieder zurückgeben? Ach so, da bitte. Bleiben Sie stehen! Ah! Oh. Sehr. Danke. Hier haben Sie bitte. Ich bin noch fast angefahren hier. Out of RP, ich habe Latenzprobleme. Und so war das Polizist hier. Wo ist denn der Knoll hin? Mann, ey. Aushilfspolizist. Aushilfspolizist. Ich höre sie fast gar nicht, wenn sie da in ihrem Auto brüllen. Jetzt fahren sie. Und ich fahre jetzt auch mal zur Kirche. Kann doch nicht wahr sein hier. Kann mich jemand mitnehmen? Hab leider keinen Sitzplatz frei. Neben mir steht die Werkzeugkiste. Na, das ist ja sehr zuvorkommend. Okay, na dann bis später. Ich guck mal, ob ich... Aber bis ich da drüben bin, bin ich nass. Na, ich guck mal. Tschüssi. Können Sie bei mir ansteigen? Ich glaube, das wird nicht. So wollen Sie laufen? Ich kann ja mal probieren. Ich fahr mal. Beifahrersitz. Nee, da liegen lauter Akten. Da komme ich auch nicht rein. Und hinten? Naja, das Sie sind Polizist, Sie wollen mich da mitnehmen. Ja, toll. Herr Knoll? Die Polizeiwache ist ganz in der Nähe. Ja. Ich habe da nochmal ein Problem. Ja. Der Polizist, der hat mich so abgelenkt. Da habe ich den Motor von dem Ponze abgewürgt und dann hat er den Baum hier fallen lassen. Ich schicke einen Arbeiter von mir her, das soll das gleich erledigen. Okay, gut. Wissen Sie schon, wie Sie zur Kirche kommen? Ja, ich mache mich gleich mal auf die Socken. Sonst wollen Sie mein Auto nehmen. Ich zähle noch kurz die Baumstümpfe. Moment. Ich habe mich verzählt. Wollen Sie dann mein Auto nehmen, weil sonst wird's knapp, dann renne ich aber. Ja, super, vielen Dank. Wir können zur Not auch warten, ne? 3, 4. Junge, was legt der Bein auf die Straße? Ist der verrückt? 6, 7, aua. 8. Kann ich auch stimmen. 9. Boah, diese Äste, hey. 10, 11. Den habe ich noch nicht. 12, 13. Aua. Ach, das kratzt so. 14. Ah. 14. 15. 16 habe ich jetzt gerade gezählt. Dann kann man aufschreiben hier. 16. Gut, also. Ja, dann lasse ich den hier einfach mal so stehen. Aber, naja. So. Der war aber langsam unterwegs. Also der Tempomat. Ja, zur Kirche, ey. Der hätte doch mit dem LKW fahren können. Hätte nicht laufen müssen. Oh. Aber das können wir so nicht lassen, ey. Den kann ich gar nicht aufheben. Das wollte ich. Muss ich ihm gleich sagen. So. Das ist ja fast wie ein Attentat hier.
Guck mal, ob ich den da runterkrieg. Sepp? Ja? Was ist denn hier passiert? Ja, die Leiten ist so steil, da rollen die Ballen nachher. Was soll ich da? Ach, scheiße, hä. Muss ich unbedingt mal wegmachen, bevor das der Polizist sieht. Da gibt's so einen Aushilfs-Sheriff. Ja, aber der ist ja noch nicht da, oder? Ja, bei mir war er gerade oben. Der wollte meinen Führerschein für den Ponze sehen. Dafür gibt's gar keinen. Achso. Ja, aber Selu ist ja schon dabei, dass die einsammelt. Ah ja, okay. Gut. Bist auch auf dem Weg zur Kirche. Ja. Also, ich fahr mal vor, gell? Ja, ich brauch ein bisschen länger. Tschüss. So. Gut. Geht ja ganz schön ab hier. Hä? Also es gibt leider ein paar Probleme, was die Serververbindung angeht. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wirklich schon an den Ballen liegt. Deshalb müsste vielleicht der Bürgermeister da dann irgendwas erlassen, dass man die Ballen nicht mehr produzieren darf. Weil die versperren die Straße und machen weiß was ich was alles kaputt, ey. Hey, nee. So, 6 Minuten habe ich noch. Ey, ich probiere hier wirklich ordentlich zu fahren. So, wo ist denn die Kirche hier? So, ja. Tobias hat gemeint, es sei irgendwo hier. Ah, da drüben stehen schon welche. Ich werde hier einfach mal einen neuen Parkplatz eröffnen. Komm, was soll's. So. Steht das? Oh ja, das steht gut. Wer ist denn das? Herr Peter. Jetzt beim LU. Hallo Herr Bruno. Okay. Hallo Herr Peter. Wie heißen Sie denn? Winnie. Hier ist doch gar nicht die Kirche. Ist das richtiger Name oder Nachname? Nee, ich laufe mal gerade rüber zur Kirche. Richtig. Doch, hier ist die Kirche. Dann nennen Sie mich Jürgen. Das ist die Polizei. Kommen Sie mal mit, Herr Peter. Das ist, glaube ich, da hinten. Ich habe den Kirchturm schon gesehen. Ich habe das Lektor. Kristall. Wem gehört das Licht? Wie läuft hier alles so schnell? Hallo? Das ist meiner. Schiff. Wer ist es, meiner? Nee, ach so. Meiner. Ach, Hans-Peter. Ja. Ach du. Ah, Michael Grüne. Ja. Was soll das? Das sieht ja schön aus. Und was ist jetzt hier? Ja, sind alle da? Ich würde mal kurz ein Päuschen machen, damit wir nicht so lange im Regen stehen. Ja. Sind damit alle zufrieden? Ja. Ja. Ich setze mich mal ins Auto. Dann allgemeine Abmoderation. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne bei dem Jürgen Racex, Dark Racex YouTube vorbei. Bei dem Harry Hofer Blackbeast 86, glaube ich, oder dem Varuna LP auf YouTube. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja.